Mit Crowdfunding oder Schwarmfinanzierung lassen sich innovative Projekte und Organisationen unterschiedlichster Art finanzieren und realisieren. Über eine spezielle Internetplattform wird dabei das eigene Vorhaben einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und zur finanziellen Unterstützung aufgerufen. Klingt wahnsinnig einfach. Crowdfunding kann auch tatsächlich große Türen öffnen. Allerdings scheitern auch einige dieser Projekte. Deswegen wollen wir uns daher genauer mit dem Thema auseinandersetzen, damit Ihnen das nicht passiert. Was versteht man denn genau unter Crowdfunding? Wie läuft ein Crowdfunding-Projekt standardmäßig ab? Und was sind zentrale Erfolgsfaktoren, mit denen Sie erfolgreich Ihre Projekte mit Hilfe des Schwarms realisieren können? Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und damit herzlich willkommen zum Webinar Crowdfunding. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich freue mich, unseren heutigen Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Hallo, Matthias Marx. Hallo Marina, hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schön, dass Sie da sind. Matthias Marx ist zertifizierter Fundraising-Referent und betreut seit mehreren Jahren eine von gemeinnützigen Organisationen kostenfrei nutzbare Crowdfunding-Plattform und begleitet zahlreiche gemeinnützige Organisationen bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Crowdfunding-Projekte. Danke, Matthias, dass du dir heute die Zeit nimmst und dein Wissen mit uns teilst. Im Vielen Namen Dank des für die Hauses Einladung. Sehr schön. Im Namen des Hauses Stiftens wünsche ich Ihnen jetzt allen ein informatives und spannendes Webinar und übergebe damit direkt an dich, Matthias. Ja, herzlichen Dank, Marina, für die wunderbare Anmoderation. Du hast schon ganz viele Punkte angesprochen. Wir werden da in den nächsten, ja, verbleibenden wahrscheinlich 55, 56 Minuten drauf zu sprechen kommen, auf die unterschiedlichen Aspekte. Ich melde mich jetzt hier aus Braunschweig. Ich weiß nicht, wo Sie sich zugeschaltet haben, ob jetzt aus dem Büro, vom Sofa aus, wie auch immer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden uns heute mit der Power of the Crowd gewissermaßen auseinandersetzen. Setzen, wie es Ihnen gelingen kann, über die Crowd gewisse Projekte, vielleicht auch Teile von Organisationskosten zu finanzieren. Erlauben Sie mir ganz zu Beginn nochmal zwei, drei Sätze zu mir und zu uns fallen zu lassen, also zu uns als Engagementenzentrum. Ich selber bin ausgebildeter Politikwissenschaftler und bin dann sukzessive in den gemeinnützigen Bereich hineingekommen. Über verschiedene Fortbildungen habe ich mich schwerpunktmäßig auch mit dem Stiftungsbereich auseinandergesetzt, und bin jetzt auch, sage ich mal, im Fundraising-Bereich, ja, unterwegs, berate dort auch Organisationen auf unterschiedlichen Feldern, vor allen Dingen aber auch beim Thema Fördermittelakquise und eben als Ansprechpartner unserer Bravo-Spendenplattform auch bei der Begleitung von Crowdfunding-Projekten. Wer sind wir als Engagementzentrum? Auch hierzu nochmal zwei, drei Sätze. Wir sind eine gemeinwohlorientierte Tochtergesellschaft der Volksbank Bravo und Mitglied der Bravo Group. Wir sitzen in Braunschweig und haben gewissermaßen das Geschäftsgebiet der Bank auch ein Stück weit als unser Geschäftsgebiet, aber gehen darüber noch hinaus. Das heißt, wir haben zwar hier den Schwerpunkt im Geschäftsgebiet Braunschweig-Wolfsburg, Gifhorn, Salzgitter und Peine. Aber wir bieten auch bundesweit eben unsere Unterstützung in verschiedener Form an. Dazu komme ich gleich noch. Wir sind so ein weiterer Baustein neben der hauseigenen Volksbank Bravo Stiftung, ihrem Kindernetzwerk, United Kids Foundations. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Da ist jetzt auch vor ein, zwei Tagen größerer Wettbewerb gestartet, der Lupo Leo Award für Projekte im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, für den man sich bewerben kann. Also wer in dem Bereich vielleicht tätig ist, vielleicht ist das noch eine ganz interessante Info für Sie. Da werden jetzt auch Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro vergeben. Vielleicht klappt es ja, über Crowdfunding einen Teil zu finanzieren, aber vielleicht jetzt auch über diesen entsprechenden Förderpreis. Die Bravo-Stiftergemeinschaft ist in dem vorletzten Jahr dazugekommen. Das ist so eine Dachstiftung der Volksbank Bravo, wo auch viele kleinere Stifterinnen und Stiftungen in Form dieser Dachstiftung dann zusammenkommen und auch tolle Projekte finanziert werden. Wir unterstützen als Engagementzentrum umfassend gesellschaftliches Engagement auf verschiedenen Feldern, haben da aber auch für uns einen gewissen Schwerpunkt gesetzt im Bereich Stiftungsgründung, Beratung und Verwaltung und im Bereich Fundraising. Also wenn es auch gerade vielleicht bei Ihnen darum geht, eine eigene Fundraising-Strategie zu entwickeln. Wir haben da verschiedene Formen, wie wir Sie dabei unterstützen können, beispielsweise in Form eines Inhouse-Workshops. Da kommen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie da
Interesse haben an diesem Thema. Ansonsten, Marina Weißhoffel hat das angesprochen, wir betreiben auch eine eigene Spendenplattform, sehen Sie ganz rechts diesen entsprechenden Flyer. Die bieten wir vorrangig den gemeinnützigen Organisationen hier aus der Region, aus dem Geschäftsgebiet der Bank an. Aber wir können sie auch darüber hinaus gemeinnützigen Organisationen überregional auch anbieten, die vielleicht vor Ort keine Crowdfunding-Plattform von einer Bank, beispielsweise von einer Volksbank, zur Verfügung haben oder ja aus gewissen Gründen ganz bewusst sich dafür entscheiden, das über unsere Spendenplattform zu machen. Da gibt es so ein paar Vorzüge, da gehe ich später nochmal drauf ein. Wir unterstützen immer ein Stück weit nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Beispiel ist jetzt heute das Webinar, was wir gemeinsam hier erleben. Da geht es ja auch darum, dass wir einfach Wissen weitergeben an Sie, damit Sie dann selbstständig auch so ein Crowdfunding-Projekt erfolgreich durchführen können. Also es gibt einfach mitunter auch Aufgaben. Da ist es Aufgabe von Vorständen, Geschäftsführungen, von gewissen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Organisationen, das selbst zu bewältigen, diese Herausforderungen selbst zu meistern. Von daher befähigen wir da in den Bereichen, mitunter im Bereich der Stiftungsverwaltung beispielsweise, helfen wir natürlich auch ganz direkt, indem wir Dienstleistungen dann auch anbieten und Aufgaben abnehmen. Den Hinweis habe ich gegeben, wir haben so einen Fokus auf das Geschäftsgebiet der Bank, die sogenannte Bravo-Region, aber wir als Engagementzentrum sind eben auch bundesweit tätig. Wir begleiten jetzt Organisationen aus München, Dortmund, Leipzig, Hamburg, wo auch immer sie herkommen, bundesweit, selbst Organisationen, die jetzt eben aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aus Österreich, Schweiz, könnten wir natürlich auch sicherlich in gewissen Bereichen auch unterstützen. So viel zum kleinen Werbeblock. Der sollte aber auch dazu dienen, dass Sie ein bisschen verstehen, wer da jetzt heute zu Ihnen spricht und was der sonst den Tag über so macht. Dann gehe ich jetzt einmal über zum heutigen Programm. Das habe ich in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil geht es mehr um die Theorie. Was ist eigentlich Fundraising? Wie lässt sich das definieren? Was sind so auch verschiedene Formen von Crowdfunding tatsächlich? Da gibt es unterschiedliche Formen, die man benennen kann. Wir kommen gleich dazu, um was es aus meiner Sicht vor allen Dingen im gemeinnützigen Bereich geht, um welche Form des Crowdfundings. Dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz die Ergebnisse einer Studie präsentieren, die beleuchtet hat, wie bekannt eigentlich Crowdfunding ist und inwiefern sich auch Menschen beteiligen an Crowdfunding-Projekten. Und als Abschluss dieses ersten Teils geht es dann nochmal um Hauptunterscheidungsmerkmale von Crowdfunding-Plattformen. Da gibt es jetzt zahlreiche Plattformen, die in Frage kommen, auch für gemeinnützige Projekte. Da ist es aus meiner Sicht aber wichtig, dass man schon die miteinander vergleicht und nicht unbedingt die Erstbeste nimmt, die einem genannt wird oder die man mal selber irgendwo übers Internet gefunden hat. Also da sollte man schon zwischen verschiedenen Kriterien unterscheiden und dann die für sein Crowdfunding-Projekt, für seine Ausrichtung beste Plattform dann auch wählen. Im zweiten Teil geht es dann mehr in die Praxis. Ich möchte einmal mit Ihnen darüber sprechen, wie in welchen Phasen läuft eigentlich so ein Crowdfunding-Projekt ab. Und vor allen Dingen soll es auch natürlich darum gehen, was sind denn Erfolgsfaktoren eines Crowdfunding-Projekts? Es gibt da ein paar Punkte, auf die muss man schon achten, damit das dann auch erfolgreich abläuft. So einfach nicht, ist das nicht, sage ich mal, das dann wirklich auch zum Erfolg zu führen. Marina Weißhoff hat es angesprochen, ist, man schätzt schon so, dass die Hälfte der Crowdfunding-Projekte tatsächlich scheitert. Es muss man sagen, abhängig von der Crowdfunding-Plattform, von gewissen Faktoren. Aber es ist kein Selbstläufer. Das muss man, glaube ich, an der Stelle ganz ehrlich so sagen. Es gibt Vorteile, Nachteile des Crowdfundings. Mitunter bieten sich vielleicht andere Fundraising-Instrumente an, die besser geeignet sind, um das Projekt, was einem davor schwebt, zu finanzieren. Teil 3, das sind Sie sicherlich auch gewohnt, wenn Sie an Webinaren des Hauses des Stiftens auch teilnehmen, ist dann eine Abschlussrunde. Da haben wir auch nochmal Gelegenheit, Fragen, die Sie vielleicht auch im Chat gestellt haben, nochmal auf die einzugehen. Ich versuche die natürlich dann alle, wenn es geht, wenn das von der Zeit reicht, zu beantworten. Und teilen Sie auch gerne vielleicht Ihre eigenen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wenn Sie das Gefühl haben, ein Aspekt wurde da jetzt nicht angesprochen, der aber ganz wesentlich ist. Oder Sie haben da und dort vielleicht andere Erfahrungen gemacht, die sich jetzt nicht mit dem spiegeln, was ich jetzt hier berichte. Dann teilen Sie das einfach dann gerne auch über den Chat entsprechend mit.
So viel erstmal zum heutigen Programm. Ich hoffe, Sie konnten das so nachvollziehen. Und wir haben auch heute zwei kleine Umfragerunden vorbereitet, wo wir uns einfach nochmal einen Eindruck über Ihr Wissen, über Ihre Erfahrung auch im Bereich Crowdfunding, das nochmal in Erfahrung bringen möchten. Und an der Stelle, liebe Marina, würde ich einmal an dich abgeben. Sehr, sehr gerne. Also liebe Teilnehmenden, Sie sind jetzt gefragt. Wir haben eine Frage an Sie, die sollten Sie jetzt sehen. Haben Sie denn bereits Erfahrung mit Crowdfunding? Vielleicht haben Sie ja Erfahrung in der NPO und bereits mehrmals ein Projekt durchgeführt. Sie haben vielleicht Erfahrung, aber nur einmal ein Projekt durchgeführt, sind vielleicht gerade mitten in der Planung. Vielleicht haben Sie aber auch noch kein Projekt über Crowdfunding durchgeführt, sind allerdings als Spender schon beteiligt gewesen oder Sie haben bisher noch gar keine Erfahrung mit Crowdfunding gehabt. Das sind die folgenden Auswahlmöglichkeiten. Ich sehe, dass schon einige fleißig abstimmen. Ich warte noch ganz kurz, bis die restlichen Teilnehmenden ebenfalls Gelegenheit dazu hatten. Und wir haben jetzt die 90%-Marke geknackt und damit würde ich die Umfrage jetzt schließen. Und natürlich interessiert uns jetzt auch das Ergebnis. Ganze 70% haben bisher noch gar keine Erfahrung mit dem Thema Crowdfunding. Jeweils ungefähr gleich viel mit 9 bzw. 8% wurde ein- oder mehrfache Projekte durchgeführt oder waren bereits als Spenderinnen beteiligt. Und 14% planen zumindest aktuell ein Crowdfunding-Projekt. Ich würde sagen, lieber Matthias, da sind ja die Teilnehmenden hier richtig in dem Webinar, oder? Absolut. Also ich meine, dass wir haben das Webinar ja 2-3 Mal schon durchgeführt. Noch nie eine solch hohe Anzahl von Teilnehmenden hatten, die tatsächlich noch keine Erfahrung mit dem Crowdfunding haben. Das ist jetzt eine erstaunlich hohe Anzahl, aber genau, Sie sind hier goldrichtig, meines Erachtens, aber auch vielleicht diejenigen, die jetzt vielleicht schon Erfahrung haben, ein Crowdfunding-Projekt durchgeführt haben oder sich mal über eine Spende an einem Crowdfunding-Projekt beteiligt haben. Vielleicht haben wir auch für Sie noch so 2-3 Tipps, damit die Crowdfunding-Projekte vielleicht noch besser laufen. Und ja, vielen Dank, Marina. An der Stelle und an Sie für die Teilnahme. Was ist eigentlich Crowdfunding? Man kann natürlich das sehr eng definieren, sehr reduziert in diesem Sinne. Also sehr viele Menschen, die Crowd finanzieren, fördern, fund gemeinsam ein bestimmtes Vorhaben, Projekt bzw. Unternehmung. Sie sehen schon, wie sich dieser Begriff des Crowdfunding zusammensetzt, nämlich aus der Menge an Menschen, die Crowd und das Finanzieren, das Fund. Also es geht darum, dass eben ein bestimmtes Vorhabenprojekt über sehr viele Menschen finanziert wird. So kann man es sehr eng definieren. Und jetzt sehen Sie es mal wieder, wie das der Gesetzgeber gewissermaßen definiert oder hier an der Stelle das Bundesministerium der Finanzen, die das natürlich auch ein Stück weit verregeln mussten. Hier heißt es, Crowdfunding bezeichnet eine Form der Mittelakquise unter Nutzung internetbasierter Strukturen, die die Beteiligung einer Vielzahl von Personen der Crowd ermöglicht. Dabei werden die einzelnen durch einen dritten Projektveranstalter durchzuführenden Projekte auf einer Internetplattform, sogenanntes Crowdfunding-Portal, vorgestellt und gezielt Gelder zur Erreichung eines häufig festen Finanzierungsziels eingeworben. Also da stecken schon ganz wesentliche Punkte auch drin, nämlich einmal Nutzung internetbasierter Strukturen. Man kann sagen, das Prinzip des Crowdfundings gibt es schon sehr lange und ich würde Ihnen gleich nochmal zwei historische Beispiele vorstellen, die das nochmal veranschaulichen. Aber jetzt, wir befinden uns jetzt im Jahr 2023 und der Gesetzgeber hat zumindest 2017 auch gesagt, es geht eben um die Nutzung internetbasierter Strukturen. Es gibt ein gewisses Crowdfunding-Portal, eine Internetplattform, über die diese Crowdfunding-Projekte ablaufen. Es gibt eben die große Beteiligung einer Vielzahl von Personen, der Crowd. Ein Dritter stellt die Plattform zur Verfügung. So, und es geht darum, Gelder zur Erreichung eines häufig festen Finanzierungsziels einzuwerben. Da ist schon so ein bisschen so ein Spielraum drin, also eines häufig festen Finanzierungsziels. In vielen Fällen ist es auch ganz klar definiert, um welche Summe es geht. Ja, von daher, das hängt auch mitunter von den Plattformen und den entsprechenden Vorgaben ab. Aber ein Ziel wird da auf jeden Fall gesetzt, in welcher Form auch immer.
Das Wort Crowdfunding wurde gewissermaßen 2006 ins Leben gerufen. Im Deutschen spricht man in der Regel von Schwarmfinanzierung. Also es gibt ja eigentlich keinen besseren Begriff, würde ich behaupten, um das Crowdfunding ins Deutsche zu übersetzen. Hier wird häufig von Schwarmfinanzierung gesprochen, um es nochmal deutlich zu machen, dass eben eine große Anzahl von Menschen, der Schwarm, gemeinsam ein Projekt finanziert. Ich meine aber, dass der Begriff des Crowdfundings schon immer mehr in den üblichen Sprachgebrauch übergeht und auch immer bekannter wird. Also den Begriff der Schwarmfinanzierung verwendet man aus meiner Sicht in der Regel, wenn man davon ausgeht, dass der Gegenüber ja nicht weiß, was Crowdfunding eigentlich ist, dann verwendet man auch den entsprechenden deutschen Begriff. Grundprinzip, Gedanke ist relativ klar. Es ist leichter, 500 Personen zu finden, die einen Euro geben, als einen zu finden, der 500 Euro gibt. Kann natürlich sein bei gewissen Projekten, dass man da auch noch mal mehr auf Großspender aus ist, ne, wo man dann vielleicht auch in seinem Netzwerk direkt schaut. Beispielsweise man hat ein Projekt, das kostet 500 Euro oder 1000 Euro oder eine Anschaffung. Das soll man nicht so als Projekt gedacht werden. Vielleicht ist es auch eine Anschaffung. Und dann geht man auf ein, zwei Personen zu, von denen man weiß, dass sie auch entsprechend finanziell vermögend sind. Und über den Weg klappt das dann meistens auch. Hier ist aber wirklich der Grundgedanke, es ist eine große Anzahl von Menschen. Und über die große Anzahl kleiner Spenden, Mikrospenden und Mesospenden funktioniert das Ganze? Wird die entsprechende Gesamtfinanzierung sichergestellt? Also man weicht da gewissermaßen von den einzelnen Großspendern ab, die zur Projektfinanzierung beitragen und verlässt sich mehr auf die große Anzahl kleinerer oder mittlerer Spenden. Sie sehen das hier nochmal. Also wir haben im Zentrum die entsprechende Projektidee und dann gibt es eben die Anzahl von Menschen, die unterschiedliche Beträge spenden. Wir haben festgestellt, dass es in der Regel schon die Summen sind, die auch üblicherweise gespendet werden, so im Durchschnitt für die Projekte. Ich meine, dass man da jetzt in Deutschland pro Spendenakt bei um die 40 Euro liegt pro Spende. Und das ist bei Crowdfunding-Projekten ganz ähnlich. Kann natürlich mal Projekte geben, wo klar ist, dass es auch um sehr große Summen geht, wo die Zielgruppe ganz ja, direkt so ausgewählt wird, dass man auch auf diese eher großen Spenden setzt. Aber so wie ich das festgestellt habe, aus Erfahrung heraus, sind es auch so übliche Spendenhöhen, die dann auch bei diesen Crowdfunding-Projekten zusammenkommen. Also es kann dann eben eine 5-Euro-Spende sein, eine 10-Euro-Spende, eine 25-Euro-Spende. Also es sind eher diese große Anzahl von kleineren oder mittleren Beträgen, aber Sie sehen das hier auf der Folie, das versuche ich so ein bisschen darzustellen. Es kann mitunter natürlich auch große Beträge geben, 500 Euro, 250 Euro, auch mal 1000 Euro, wenn vielleicht auch Unternehmen sich entsprechend beteiligen. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass da auch größere Spenden natürlich auch eingehen. Und je nach Projekt, habe ich jetzt mal dazu geschrieben, gibt es den entsprechenden X-Faktor. Es kann sich natürlich dann wie im Beispiel hier um 30, 40 Spenden insgesamt handeln oder auch um den Faktor 10 erhöht sein, also um 300, 400 Spenden oder mal 50, mal 100. Das hängt natürlich aber auch von der Spendenzielsumme ab und von der Menge an Menschen, die sich daran beteiligen. Aus meiner Sicht gibt es aber beim Crowdfunding kein direktes Limit. Mitunter wird das von Crowdfunding-Plattformen gesetzt, so gewisse Maximalspendenziele. Aber beim Crowdfunding, ich werde Ihnen ja gleich mal zwei, drei Beispiele vorstellen, gibt es aus meiner Sicht nicht ein Limit. Also darüber können wirklich auch sehr, sehr große Projekte finanziert werden. Das älteste historische Beispiel aus meiner Sicht wird Ihnen bekannt sein oder zumindest wird Ihnen die Freiheitsstatue bekannt sein, dass es über Crowdfunding finanziert wurde, vielleicht nicht. Also das ist mit das beste Beispiel, wie Crowdfunding auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob Sie so ein bisschen die Geschichte der Freiheitsstatue kennen und wie es dazu kam, dass sie auch in New York aufgestellt wurde. Es war eben ein Geschenk des französischen Volkes an das amerikanische Volk, ein Symbol der Freiheit. Der Sockel und der Aufbau sollten über die amerikanische Seite finanziert werden und die Statue selbst über die französische Seite. Es war leider allerdings so, dass dann eine entsprechende Weltwirtschaftskrise eintrat in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
und diese Finanzierung auf amerikanischer Seite nicht mehr gesichert war. Einige Investoren, auch einige Gemeinden, Bundesstaaten waren nicht mehr in der Lage, diese Summen eben zur Verfügung zu stellen. Und das war dann der Moment, als Joseph Pulitzer, nachdem der entsprechende Pulitzer-Preis benannt ist, in seiner Zeitung dazu aufgerufen hat, dass alle New Yorkerinnen und New Yorker eben für die Freistatue spenden, damit sie dann entsprechend auch aufgestellt werden kann und der Sockel finanziert werden kann. Und über den Weg kam dann binnen weniger Monate um die 120.000 Dollar von circa 100.000 Spenderinnen und Spendern zusammen. Also da sieht man schon, es war eine große Menge, eine große Vielzahl von Menschen, die dafür gespendet hat. Und Joseph Pulitzer hat versprochen, dass eben jeder Spender auch in seiner Zeitung dann namentlich genannt wird. Und das war wirklich so, man hat das dann nochmal sich näher angeschaut, dass es eben dann sehr, sehr kleine Beträge waren, aber auch sehr, sehr große Beträge, also wirklich eine Art von Mischfinanzierung auch, aber sich tatsächlich in Anführungsstrichen die kleinen Leute beteiligt haben, auch reichere, vermögende Leute, Politiker, Rechtsanwälte und dergleichen, aber auch in Anführungsstrichen einfache Straßenarbeiter, mitunter sollen auch Kinder ihr Taschengeld gespendet haben für die Statue. Also so kam das in dem Maße zusammen. Und man hat das versucht auch nochmal zu berechnen, also so war im Durchschnitt wohl um die 20 Dollar, wenn man es jetzt auf die heutige Zeit übertragen würde, pro Spende, die dafür dann entsprechend einging. Aber es war eben diese große Anzahl an Menschen, die dafür gespendet hat. Und so konnte eben dann die Freiheitsstatue zum Symbol auch werden für New York und für die USA und zum Symbol auch entsprechend der Freiheit tatsächlich, muss man sagen. Wenn wir jetzt in die jüngere historische Geschichte schauen, dann ist beispielsweise auch der Brand der Kathedrale von Notre Dame so ein Beispiel eines großen Crowdfunding-Projekts. Da sollen binnen 2 Tagen um die 1 Milliarde Euro auch zusammengekommen sein über verschiedene Crowdfunding-Projekte. Auch wieder sehr, sehr große Spenden, aber auch sehr kleine Spenden. Also da hat man, glaube ich, auch nochmal so diese das Potenzial des Crowdfundings in dieser entsprechenden Dimension gesehen. Natürlich wird es jetzt bei gemeinnützigen Projekten nicht um diese Milliardensummen gehen, auch sehr, sehr selten um Millionensummen. Aber über diese Beispiele wird, glaube ich, nochmal dieses Grundprinzip deutlich. Selbst wenn wir jetzt davon sprechen, dass die meisten gemeinnützigen Projekte, die über den Weg des Crowdfundings finanziert werden, meiner Erfahrung nach eher so im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Also eher so Richtung 3.000 bis 5.000 Euro. Es kann mal Ausreißer nach oben geben. Mitunter ist das, hängt das aber sehr stark vom Netzwerk dann noch ab oder wie gut die Organisation dann vielleicht auch das Crowdfunding als Fundraising-Instrument beherrscht. Was ist der Anlass des Fundraisings? Es sollen vorrangig Projekte und Vorhaben finanziert werden, die über keinen anderen Weg finanziert werden können oder bewusst aufgrund von spezifischen Vorteilen abseits der Finanzierung über Crowdfunding finanziert werden sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie sich jetzt ganz bewusst für den Weg des Crowdfundings irgendwo auch entschieden haben, was die Finanzierung gewisser Vorhaben und Projekte anbelangt, weil vielleicht Fördermittel für den Bereich nicht zur Verfügung stehen, weil vielleicht Mitgliedsbeiträge nicht zur Verfügung stehen, was jetzt auch immer der Anlass ist. Oder weil Sie sagen, Crowdfunding, natürlich geht es um die Finanzierung unseres Projekts, aber das Crowdfunding hat eben noch einen Mehrwert, weil wir vielleicht unsere Bekanntheit steigern, die Thematik, um die es uns geht, rückt nochmal über dieses Crowdfunding-Projekt in ein größeres öffentliches Licht. Und das können natürlich auch nochmal so gewisse Vorzüge sein, wo man sagt, wir wollen ganz bewusst uns auch für diesen Weg entscheiden, selbst wenn wir auch einen Teil zumindest dieses Projekts über andere Wege finanzieren können. Also es kann eben das Vorhaben, das Projekt kann vollständig oder in Teilen über Crowdfunding erfolgen. Das erleben wir auch mitunter. Wir hatten ja auch mal ein Projekt, da ging es um die Finanzierung eines Ruderboots. Da hat der Ruderverein gesagt, wir wollen 5.000 über Crowdfunding finanzieren, wir wollen 5.000 über Mitgliedsbeiträge, Rücklagen gewissermaßen finanzieren und 5.000 über Fördermittel. Man kann jetzt auch eine Mischfinanzierung sein oder man sagt, das gesamte Projekt, das gesamte Vorhaben soll ausschließlich über Crowdfunding erfolgen. Das sind dann natürlich so, sag mal, strategische Fragen, die man sich dann stellen muss. Es gibt verschiedene Ausprägungen des Crowdfundings. Heute geht es vor allen Dingen um das
Crowdonating, das spendenbasierte Crowdfunding. Aber Sie sehen das hier, es gibt noch andere Ausprägungen des Crowdfundings, wenn man so als Oberbegriff sieht. Das Reward-Based Crowdfunding, da geht es vor allen Dingen darum, dass man auch als Unterstützer eines Crowdfunding-Projekts gewisse Produkte als Gegenleistung erhält, auch materielle Gegenleistungen erhält. Vielleicht wird auch etwas dann über den finanziert, wo Sie dann als Erster das Recht haben, das dann auch zu bekommen. Klassiker ist immer so, eine Band möchte vielleicht ein Album finanzieren und die Unterstützer erhalten dann entsprechend auch dann als Erste ein entsprechendes Album vielleicht noch unterschrieben, vielleicht zusammen mit einem anderen schönen Andenken, was sie dann nutzen können. Crowdinvesting meint vor allem, dass eine Crowd, eine große Anzahl von Menschen in ein Projekt, in ein Unternehmen auch investiert und im Gegenzug dann entsprechend auch etwas erhält. Und Crowdlending meint auch wieder, dass eine große Anzahl von Menschen Kredite, einen Kredit oder Kredite vergibt und im Gegenzug dann auch entsprechend Zinsen erhält für die entsprechende Kreditvergabe. Also es gibt verschiedene Wege, wie eigentlich auch eine Crowd zum Erfolg einer gewissen Unternehmung auch beitragen kann. Heute geht es aber natürlich vor allen Dingen, weil wir jetzt auch sicherlich in der Mehrzahl als gemeinnützige Organisationen hier vertreten sind, um das spendenbasierte Crowdfunding. Diese Ausprägungen, die Sie jetzt sehen, das sind ja alles so finanzielle Ausprägungen. Die sind doch mal zu unterscheiden von Crowdsourcing, Crowdmoving, Crowdacting. Müssen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen. Crowdsourcing ist ja das Beispiel Wikipedia, das eine große Anzahl von Menschen auch wieder dazu beiträgt, dass da entsprechend diese Datenbank, diese Bibliothek gefüllt wird mit Informationen verschiedener Leute. Crowdmoving, Crowdacting, da geht es mehr darum, dass sehr, sehr viele Menschen ein Vorhaben auch gemeinschaftlich umsetzen, dann eine gewisse Bewegung auch entsteht und das über die Masse an Menschen ermöglicht wird. Man muss sagen, dass die Bekanntheit, das Verständnis und auch die Beteiligung an Crowdfunding stetig ansteigt. Ich hatte zu Beginn diese entsprechende Studie erwähnt, die wurde leider nicht fortgeführt nach 2021, aber ich meine, dass der Trend, den man jetzt gesehen hat, bis zum Jahr 2021 auch so in der Form weiter fortgeführt werden kann. Sie sehen das hier einmal, was Bekanntheit, Verständnis und Beteiligung von Crowdfunding-Projekten anbelangt. Also beim Thema Bekanntheit war eben die Frage, ob man überhaupt mal den Begriff des Crowdfundings gehört hat, ob er einem bekannt ist. Sie sehen, da fand dann zwischen den Jahren 2015 und 2021 auch eine deutliche Steigerung von knapp der Hälfte der Befragten auf rund 3/4 der Befragten statt. Zu der Frage, ja, verstehen Sie denn, wissen Sie denn, was Crowdfunding ist, gab es auch eine entsprechende Steigerung. Da muss man sagen, da weiß man nie, wenn man dann nochmal vielleicht nachhaken würde, ob die Leute das dann auch so in der Form erklären könnten. Aber zumindest haben sie angegeben, dass sie verstehen, was Crowdfunding im Kern bedeutet. Und zu der Frage, haben Sie sich schon mal an einem Crowdfunding-Projekt beteiligt? Da sehen Sie dann auch die entsprechende Steigerung. Aber es ist noch relativ gering. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das jetzt vielleicht bis 2023 vielleicht auf ein Fünftel der Befragten angestiegen ist, kann man auch sagen, ja, 4/5 der Befragten der Bevölkerung wissen vielleicht dann nicht, weil das war ja eine repräsentative Umfrage, wissen vielleicht nicht, was Crowdfunding ist oder haben sich noch nicht daran beteiligt. Also da muss man dann nochmal drauf schauen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen habe ich den nochmal so einzeln mit reingenommen, ist eben auch darauf zu schauen, wie bekannt ist denn Crowdfunding in den einzelnen Altersklassen, beziehungsweise wie hoch sind eigentlich die Beteiligungsquoten. Und Sie sehen das hier einmal, wenn man das mal unterscheidet zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Ganz links sehen Sie die Gruppe 18 bis 29 und das geht dann bis ganz rechts zur Gruppe 60+. Dass die Bekanntheit bei allen, muss man sagen, relativ hoch ist, aber natürlich bei den jüngeren Zielgruppen oder Befragten noch deutlich höher. Das Verständnis, da sinkt da schon relativ deutlich, wenn wir dann in Richtung der höheren Altersklassen gehen. Und die Beteiligung, das sehen Sie, ist dann bei den Jüngeren mit rund einem Drittel am höchsten tatsächlich. Und wenn wir dann in die anderen höheren Altersklassen gehen, sinkt das deutlich ab. Also das muss man sich auch einfach nochmal vor Augen führen. So als kleine Botschaft für Sie nochmal. Also Crowdfunding ist gerade was bezogen auf ältere und höhere Altersklassen noch nicht so verbreitet, nicht so bekannt.
Und die Beteiligung ist entsprechend eher niedrig. Also das muss man einfach nochmal für sich wissen. Wenn man vor allen Dingen jetzt vielleicht ein Crowdfunding-Projekt plant und man hat vielleicht eher im Blick, auch auf ältere Spenderzielgruppen zuzugehen über dieses Crowdfunding-Projekts, dann ist vielleicht das Crowdfunding-Projekt nicht der richtige Weg. Ne, das läuft übers Internet ab, über eine gewisse Plattform. Viele sind damit nicht so vertraut oder vielleicht auch skeptisch, was das Internet anbelangt, nicht so vertraut, vielleicht mit Online-Einkäufen wie jüngere Zielgruppen. Also da muss man sich dann eben überlegen, ob das dann der richtige Weg ist, dann das vielleicht auch übers Internet zu machen. Einfach nur mal so hier an der Stelle als Hinweis. Bei den Crowdfunding-Plattformen kann man sagen, inzwischen kommt eine sehr große Auswahl an Crowdfunding-Plattformen in Frage, über die man Crowdfunding-Projekte durchführen kann. Sie sehen hier so ganz bekannte. Better Place ist sehr bekannt, wobei man sagen muss, betterplace.org ist jetzt vor allen Dingen eine Spendenplattform. Da haben jetzt auch viele Organisationen Dauerprojekte, für die sie Spenden sammeln möchten, eben drauf am Laufen. Es gibt Banken, die Crowdfunding-Plattformen anbieten. Hier sehen Sie im Zentrum die Viele schaffen mehr Crowdfunding-Plattform der Volksbank Raiffeisenbanken. Es gibt Unternehmen, Stadtwerke, die solche Plattformen anbieten. Zu den Unterscheidungsmerkmalen komme ich gleich noch. Also, aber es gibt grundsätzlich auf jeden Fall eine sehr große Anzahl und es wären eher mehr als weniger, muss man sagen. Inwiefern kann man die entsprechenden Plattformen voneinander unterscheiden? Man kann einmal unterscheiden, je nach Plattformbetreiber. Also sind es Banken, sind es Unternehmen, die tatsächlich damit Geld verdienen, die das als Dienstleistung anbieten? Sind es gemeinnützige Organisationen, wie jetzt das Beispiel Better Place, die darüber ihren Satzungszweck vielleicht auch verwirklichen? Also da gibt es entsprechende Unterschiede, ob es kommerzielle Anbieter sind, nicht kommerzielle Anbieter und dergleichen. Es gibt Unterschiede je nach Aktivitätsbereich, geografisch, also ob auf diesen Plattformen eher lokale Projekte vorgestellt werden, regionale Projekte, bundesweite oder internationale Projekte. Da kann es Unterscheidungen geben. Je nach Themenbereich, es gibt einige Plattformen, die haben so ganz speziellen Fokus auf Sportprojekte, auf Umweltprojekte. Die Mehrzahl ist aber aus meiner Sicht breit geöffnet für sämtliche gemeinnützige Zwecke und Vorhaben, auch kirchliche Projekte. Aber mitunter gibt es eben auch Plattformbetreiber, die wirklich nur in einem gewissen Bereich tätig sind, beispielsweise Fairplay. Da können eben dann Sportvereine für die Finanzierung von gewissen Projekten ja, Geld einwerben, Spenden einwerben. Dann gibt es eine Unterscheidung zwischen den Projektstarterinnen. In der Mehrzahl der Plattformen ist es so, dass nur gemeinnützige Organisationen auch in der Lage sind, auch Projekte durchzuführen. Die müssen dann auch ihre Gemeinnützigkeit entsprechend nachweisen. Mitunter gibt es aber auch Plattformen, die sowohl gemeinnützige Akteure zulassen für die Durchführung von Projekten als auch nicht gemeinnützige Akteure, also beispielsweise Privatpersonen, die etwas sammeln möchten. Dann die Projektausrichtung ist ein Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, ob dieses Projekt dazu dient, Spenden einzusammeln für ein gemeinnütziges Vorhaben oder vielleicht für ein privatnütziges Vorhaben. Vielleicht sollen ja auch Spenden gesammelt werden für Privatpersonen, wo es jetzt nicht um etwas Gemeinnütziges geht, sondern vielleicht auch um etwas, wovon die Mehrheit jetzt oder das Gemeinwohl unbedingt nicht profitiert. Also es kann dahingehend nochmal eine Unterscheidung geben. Dann beim Funding-Ziel, ich hatte es angesprochen, mitunter gibt es Limits, sowohl nach unten als nach oben. Es gibt einige Plattformen, auf denen gibt es gewisse Vorgaben, dass ein Crowdfunding-Projekt mindestens 500 Euro betragen muss oder mindestens 1000 Euro, mindestens 2000 Euro. Und es gibt eben auch nach oben gewisse Limits, dass man sagt, ein Crowdfunding-Projekt auf unserer Plattform darf maximal 50.000 Euro oder 100.000 Euro betragen. Also das kann eben auch nochmal so ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sein. Dann das Funding-Modell. Das gängige Funding-Modell auf den Crowdfunding-Plattformen ist das sogenannte Alles-oder-Nichts-Prinzip. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Das heißt, man muss wirklich dann auch über dieses Crowdfunding-Projekt die gesamte Spendenzielsumme auch erreichen. Die vollen 100%, die man sich zum Ziel gemacht hat, ob es jetzt 5.000 Euro sind, die das Ziel sind, oder 10.000 Euro, man muss es komplett erreichen. Ansonsten werden die Spenden eben wieder zurückgezahlt. Es gibt aber auch Plattformen, da gibt es andere Formen eines Funding-Modells zusätzlich oder ausschließlich.
nämlich beispielsweise ein flexibles Funding, wo es heißt, ja, du hast vielleicht eine Gesamtspendenzielsumme, aber wir können auch gewisse Schwellen einziehen. Du willst vielleicht insgesamt 50.000 Euro sammeln, aber wir können eine Schwelle einziehen bei 10.000 Euro, bei 20.000 Euro, weil du damit schon etwas auch finanzieren kannst, was du im Projekt vorhast. Und wenn du diese 10.000 oder 20.000 Euro, diese Schwelle überschreitest, dann können wir dir auch das entsprechende Geld auszahlen und es geht nicht an die Spenderinnen und Spender zurück. Das dritte Prinzip ist aus meiner Sicht das Alles-Ziel-Prinzip. Nach dem Motto, jeder Euro, den wir sammeln im Crowdfunding-Projekt, der bleibt auch bei der Organisation, beim Projektstarter und wird eben auch ausgezahlt. Also das macht man häufig auch bei Katastrophenfällen. Viele Crowdfunding-Plattformen hatten dann auch während der Flutkatastrophe im Ahrtal dieses Prinzip dann auch freigegeben, wo man gesagt hat, also da zählt wirklich jeder Euro, da gibt es auch kein festes Finanzierungsziel in dem Sinne, weil da will man ja insgesamt sammeln und da kann man ja nicht, gar nicht das so auf eine Summe vielleicht begrenzen oder es ist so schwierig, das auf eine Summe so festzulegen. Da sind dann viele auch zu diesem Alles-Zählt-Prinzip übergegangen. Gegenleistungen, Dankeschöns, auch sehr unterschiedlich gehandhabt, ob man nun auch vielleicht ideelle oder materielle Dankeschöns den Unterstützerinnen oder den Unterstützern und Spendern anbieten kann. Wichtig ist aus meiner Sicht immer zu betonen, es sollte sich, wenn es denn als Spende gewertet werden soll, im idealen Bereich bewegen. Es sollten ideelle Gegenleistungen sein, die dann auch es zulassen, eine Spendenbescheinigung auszustellen. Das heißt, da muss man aber ein bisschen genauer draufschauen, ist das jetzt eine ideelle Gegenleistung oder eine materielle Gegenleistung? Wenn es eine materielle Gegenleistung wäre, beispielsweise jemand gibt einen gewissen Betrag und erhält dann beispielsweise ein Trikot des Vereins, das er über dieses Crowdfunding-Projekt, den er über das Crowdfunding-Projekt unterstützt, dann wäre es aus meiner Sicht im wirtschaftlichen, steuerpflichtigen, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu verorten und es wäre eine entsprechende Rechnung zu stellen. Also hier muss man einfach noch mal ein bisschen genauer draufschauen, dann, wenn man ein Crowdfunding-Projekt startet, ob die Gegenleistungen, die man anbieten sollte, die grundsätzlich ja auch guter Anreiz sind, dieses Projekt zu unterstützen, ob die ideeller Natur sind oder materieller Natur und jedenfalls dann eben noch mal Rücksprache halten mit dem Steuerberater, der Steuerberaterin oder vielleicht sogar mit dem Finanzamt, um da keine Fehler zu machen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, Projektphase und Dauer. In der Regel laufen die Crowdfunding-Projekte über 12 Wochen. Mitunter darf man aber auch davon abweichen. Also wir machen das auch so, dass man die Laufzeit nochmal verlängern kann. Aber erstmal sind es 12 Wochen und auf den meisten Plattformen sind das wirklich auch nur diese 12 Wochen, die gewährt werden. Darüber möchte man auch einen gewissen zeitlichen Druck aufbauen auf die Projektstarterinnen und Starter, in diesem Zeitraum auch maximal zu kommunizieren und zu werben für dieses Crowdfunding-Projekt, damit es dann nicht so, ich sag's mal in Anführungsstrichen, versandet. Man beginnt das, dann kommuniziert man dazu und dann schläft das irgendwie ein, weil man weiß, das Projekt ist ja für ein Jahr oder anderthalb vielleicht auf der Plattform. Machen wir mal zu Beginn was und dann machen wir Ende des Jahres mal was. Das will man vermeiden. Deswegen begrenzt man das in der Regel auch auf diese 12 Wochen. Auch ein anderer wichtiger Punkt sind Kosten und Gebühren. Was zahlt man eigentlich dafür, dass man diese Crowdfunding-Plattform dann auch nutzt? Mitunter werden eben auch Kosten erhoben. Gerade bei den kommerziellen Anbietern ist das klar. Das ist für die ein Geschäft, diese Crowdfunding-Plattform zu betreiben. Da muss man dann nochmal gucken, welche Gebühren in der Höhe da veranschlagt werden und ob diese Gebühren dann von der Spendenzielsumme abgezogen werden oder separat in Rechnung gestellt werden. Also ich finde es, muss ich so offen sagen, nicht gut, wenn es von den Spenden abgezogen werden würde. Ich fände es besser, wenn es separat liefe, wenn man den Gebühren veranschlagt, und dann wirklich man sagen kann, auch als Projektstarter, die vollen 100%, die wir sammeln, gehen auch für den entsprechenden gemeinnützigen Zweck, an das Projekt oder an das Vorhaben. Wir setzen das in vollem Maße auch ein. Da geht nichts weg für Gebühren und dergleichen. Wichtiger Punkt als letzter Punkt, sind die Bezahlmethoden. Auch hier gibt es wieder Unterschiede. Je nach Plattform, ich weiß es von Better Place, da gibt es die klassischen Zahlungswege auf PayPal, Lastschrift, Überweisung und dergleichen. Also da muss man dann auch mal drauf schauen. Wichtig ist natürlich, dass die klassischen Wege angeboten werden, auch Online-Zahlungen direkt auch möglich sind. Das ist ja gerade der Mehrwert, dass man auf diese Plattform geht, wenn man den Impuls hat zu spenden, auch direkt dann online spenden kann. Aber da sollte man eben auch nochmal drauf gucken, welche Zahlungswege werden eigentlich den Spenderinnen und Spendern dann am Ende des Tages dann auch angeboten.
Das möchte ich Ihnen einfach nochmal mitgeben. Sie erhalten ja die Präsentation im Nachgang. Also nehmen Sie sich wirklich auch die Zeit, mal diese Plattformen dann miteinander zu vergleichen. Die wesentlichen Punkte habe ich jetzt angesprochen. Ich habe es hier aber nochmal so in schriftlicher Form auch nochmal so mit aufgenommen, dass Sie da einfach wirklich die Plattform finden, die am besten zu Ihrem Projekt und Vorhaben passt. Und ich will nicht sagen, es ist immer gut, nicht zu bezahlen. Es gibt in Unternehmen auch Plattformen, die sind sehr, sehr gut, da wird gut begleitet. Da darf es dann auch was kosten. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, nur weil es die kostenfreien gibt, sollte man die auch nehmen. Schauen Sie sich das wirklich ab, ziehen Sie die Vergleiche und wählen Sie dann die aus Ihrer Sicht beste Crowdfunding-Plattform für sich aus. Ein Angebot, was ich aber allerdings noch machen möchte, ist eben, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, wir finden einfach nicht die passende für uns. Und wir hatten auch da mal dieses Crowdfunding-Webinar vom Engagementzentrum. Wir bieten eben auch unsere Spendenplattform eben, wie gesagt, Organisationen außerhalb des Geschäftsgebiets der Bank auch an. Unsere Plattform zählt zwar auch zu den Vielschaffen-Mehrplattformen der Volksbank und Raiffeisenbanken. Und das bedeutet eben, 100% der Spenden gehen auch an das Projekt. Wir ziehen da nichts ab. Aber wenn Sie da jetzt eben auf der Suche sind und nicht fündig werden, kommen Sie da gerne auch uns mal zu. Da können wir gerne mal drüber sprechen, ob dann das Crowdfunding-Projekt vielleicht auch auf unserer Seite eingestellt und durchgeführt werden kann. Dann komme ich jetzt mehr in die Praxis. Wie läuft denn standardmäßig ein solches Crowdfunding-Projekt ab? Es gibt da verschiedene Phasen. Die erste Phase ist aus meiner Sicht die Vorbereitungsphase. Dann gibt es die sogenannte Funding- oder Finanzierungsphase und es gibt die Nachbereitungsphase. Und mitunter, je nach Plattform, gibt es auch eine sogenannte Fanphase, die nochmal zwischengeschaltet wird. Das heißt, man hat eine Vorbereitungsphase, wo man erstmal diese Projektseite anlegt, alle notwendigen Informationen sammelt, Bilder, die man auf die Projektseite bringen möchte, sammelt, vielleicht seine Strategie entwirft. Und bevor dann dieses Projekt freigeschaltet wird und man direkt dafür spenden kann, gibt es noch eine sogenannte Fanphase. Da wird das Projekt zwar auch schon öffentlich gestellt, man kann aber noch nicht spenden, sondern muss dann erstmal angeben, dass man dieses Projekt, sobald es in der Finanzierungsphase ist, auch unterstützen würde. Das heißt, man wird erstmal in Anführungsstrichen ein ideeller Unterstützer, eine ideelle Unterstützerin, spendet noch nicht, sagt einfach erstmal, ich unterstütze das, wenn das in der entsprechenden Finanzierungsphase ist. Und je nach Plattform und je nach Spendenziel, Summe kann es eben dazu kommen, dass es dann erstmal heißt, Sie müssen dann 50 Fans sammeln, die da irgendwo sich registrieren oder sich zumindest da irgendwo auf die Plattform begeben und da etwas anklicken und sich als Fan ausweisen, bevor das dann in die Finanzierungsphase geht. Also das ist nochmal eine gewisse Hürde, die man da gesetzt hat, weil man eben sicher gehen möchte als Plattformbetreiber, dass das Crowdfunding-Projekt am Ende des Tages auch erfolgreich funktioniert und gut durchgeführt wird. Da möchte man nicht, dass nicht gut vorbereitete Crowdfunding-Projekte, die keine Chance auf Erfolg haben, direkt in die Finanzierungsphase kommen, sondern schaltet diese entsprechende Fanphase vor. Da scheiden sich auch die Geister, muss ich sagen, zwischen den Plattformbetreibern selbst. Ich war jetzt vor 2 Tagen bei einem Netzwerktreffen der Viele schaffen mehr Plattformbetreiber, wo sich ausgetauscht wurde, macht ihr die Fanphase oder macht ihr sie nicht? Und das eine Lager hat gesagt, die Fanphase ist sehr, sehr wichtig, das schalten wir vor, weil wir da gewisse Risiken ausschließen möchten. Und das andere Lager hat ganz klar gesagt, aus gewissen Gründen, und zu dem Lager gehörte ich auch, überspringen wir diese Fanphase. Und mein Argument war, die Spenderinnen und Spender, die von dem Projekt wissen, sollen auch direkt spenden können. Die sollen nicht erst auf die Plattform kommen und dann, wenn das Projekt in Finanzierungsphase ist, dann wieder sich auf die Plattform begeben müssen, sondern die sollen direkt, wenn sie von dem Projekt erfahren, den Impuls haben zu spenden, sollen sie auch direkt spenden können. Aber da muss man noch mal drauf schauen, eben, ob es dann so eine Fanphase dann vielleicht auch zwingend gibt, je nach Plattform. So, ganz kurzer Hinweis von mir, es sind nämlich schon ganz viele Fragen reingekommen, Gerne. Matthias. Ja, gerne in den nächsten 5 Minuten der Vortrag dann zum Ende kommt, damit wir noch genug Zeit haben, den Ja. Fragen zu widmen. Genau, nur Ja. damit du das auf dem Schirm hast. Super, danke dir. Ja, danke schön. Genau. Dann versuche ich das ein bisschen zu beschleunigen, ohne dass es unverständlich wird, was ich sage. Also es gibt diese 3 Phasen. Es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, das Projekt auch gut vorzubereiten, sich eine Strategie zu entwickeln. Dann gibt es eben diese Funding-Phase, wo es darum geht, die eigentlichen Spenden auch zu sammeln, die Crowd zu erreichen und die Nachbereitungsphase.
Und bei der Finanzierungsphase ist es eben ganz wichtig, dass man das gut plant. Und die Finanzierungsphase kann man auch so in drei verschiedene Phasen nochmal unterteilen. Die Startphase, das heißt, wenn das Projekt gestartet ist, da sollte man wirklich Gas geben, sage ich mal, die Werbetrommel richtig rühren und dafür sorgen, dass da größtmögliche Aufmerksamkeit entsteht. Und bestenfalls sollten auch schon in der ersten Projektwoche 10 bis 20% des Fundings hier zusammenkommen. Dann gibt es die Zwischenphase, da würde ich sagen, da muss man jetzt nicht das so intensiv weiter fortführen in der Berichterstattung, in der Aufmerksamkeit, aber kontinuierlich und immer mal wieder über dieses Projekt berichten, versuchen die Reichweite zu erhöhen, mehr Menschen zu erreichen, auf das Projekt aufmerksam zu machen und ab und zu einfach auch über Erfolgsmeldungen vielleicht nochmal zeigen, wie weit man gerade ist, was man schon geschafft hat. Und die Endphase ist aus meiner Sicht auch nochmal eine ganz wesentliche Phase, wo es darum geht, eben die Lücke, die sich noch stellt, zu schließen, die Funding Gap zu schließen, also die restlichen Spenden, die eben noch offen sind, einzuwerben und auch gerade unentschlossene potenzielle Spenderinnen und Spender zu einer Spende zu bewegen. Also da auch nochmal richtig Gas geben, aber zwischendrin kontinuierlich. Also dass es auch nicht so ermüdend ist, weil man ständig die Leute wieder darauf hinweist, was da passiert. Nachbereitung, da geht es natürlich darum, dass man entsprechend das einlöst, was man versprochen hat bei dem Projekt, vielleicht die Spendenbescheinigungen verschickt, vielleicht die materiellen Gegenleistungen auch den Unterstützern zukommen lässt. Natürlich der Dank sollte immer ausgesprochen werden, auch bei Crowdfunding-Projekten in einer gewissen Form. Das ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Viele Projekte scheitern. Und jetzt muss ich mal fragen, Marina, wir hatten ja eigentlich noch eine zweite Umfrage zu den Erfolgsfaktoren. Führen wir die noch durch oder soll ich direkt dazu übergehen, was die Ich eigentlich glaube, sind? wir sollten direkt übergehen. Ich glaube, das ist Wunderbar. besser. Genau, das ist jetzt auch somit der letzte Punkt. Aus meiner Sicht ist eben ganz wesentlich, dass Sie die Crowd erreichen. Wesentlicher Erfolgsfaktor. Es geht um Crowdfunding. Das heißt, Sie müssen möglichst viele Menschen auch ansprechen und Sie müssen es schaffen, bei den vielen Menschen, die Sie ansprechen, dass möglichst viele auch für ihr Projekt spenden. Also Sie sehen das hier, ist so ein bisschen angedeutet. Die Grünen sind die, die dann tatsächlich auch spenden und die Roten, die sind die, die zwar angesprochen wurden, aber eben nicht spenden. Und Sie sollten sich vor allen Dingen auch auf das nähere Umfeld Ihrer Organisation dann fokussieren. Das haben wir auch immer wieder festgestellt, dass die Mehrzahl an Unterstützern, an Spenderinnen und Spendern vor allen Dingen aus dem direkten Umfeld der Organisation selbst stammen. Also das ist okay, wenn man dann auch über den Kreis hinausgeht, andere Leute nochmal erreicht. Von denen werden auch einige sicherlich was geben, auch gerade bei sehr emotionalen Themen. Aber man sollte sich vor allen Dingen auf die näher stehende Crowd auch fokussieren. Das ist sehr gut, wenn man viele Mitglieder auch hat. Bei Stiftungen ist das in der Regel dann auch entsprechend schwieriger natürlich. Zweiter Erfolgsfaktor, eine Marketingstrategie. Lesen das gerne nochmal im Einzelnen nach. Also es ist natürlich ein Projektteam auch zur Seite zu haben. Für die Texte, für die Projektseite, für Grafiken, Bilder, Videos vielleicht, die man auf die Seite stellt. Jemanden, der das gut kalkuliert, welche Spenden in der Höhe man braucht. Jemand fürs Marketing, der dann entsprechend auch sozusagen den Vertrieb übernimmt, die Aufmerksamkeit steigert für dieses Projekt und jemand, der dieses Projekt auch gewissermaßen koordiniert. Optional kann man auch jemanden aus Geschäftsführung und Vorstand mit hineinnehmen oder jemanden vielleicht, der auch schon Erfahrung hat mit gewissen Crowdfunding-Projekten oder dabei begleiten kann als Dienstleistung gewissermaßen. Kalkulation, Fundingsumme ist sehr, sehr entscheidend, passender Zeitraum. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also es ist nicht sinnvoll, wenn man jetzt gewissermaßen ein Projekt hat, wo es darum geht, Weihnachtsgeschenke vielleicht zu finanzieren für benachteiligte Gruppen, das im Sommer zu tun, wenn es vielleicht darum geht, dass es sich um etwas handelt, was dem Klimawandel begegnet, dann sollte man es vielleicht nicht gerade im Winter machen. So, also da muss man einfach nochmal gucken und es ist auch nicht sinnvoll, wenn man jetzt gerade schon wieder ein Crowdfunding durchführt, nachdem man erst vor 2 Wochen einen größeren Spendenaufruf für ein anderes Projekt gestartet hat. Also da muss man einfach nur nochmal für sich ganz gut überlegen, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie Sie denn den dann auch vielleicht finden. Passende Crowdfunding-Plattform habe ich angesprochen. Nehmen Sie da auch gerne mal erfolgreiche Projekte, die auf diesen Plattformen vorgestellt werden, mal in den Blick. Das hilft auch ganz gut, sich nochmal zu orientieren an anderen erfolgreichen Crowdfunding-Projekten, wenn man das eigene Projekt plant und die Projektseite erstellt. Kommunikationsstrategie, in welchen Phasen spricht man über welche Kanäle dann auch die entsprechende Crowd an? Kann man auch unterscheiden nach innen gerichteten Instrumenten, nach außen gerichteten Instrumenten. Da ist nur mein Hinweis an Sie.
nutzen Sie auf jeden Fall die Instrumente, die so in den Bereich der persönlichen Ansprache gehen. Also es ist okay, wenn man nochmal so Verstärker hat über die Zeitung, vielleicht einen Fernsehbeitrag und dergleichen, aber vor allen Dingen die potenziellen Unterstützerinnen und Unterstützer ganz direkt anzusprechen. Ob es jetzt ein Anruf ist, ob es ein Spendenbrief ist, ob Sie eine Veranstaltung Ihrer Organisation nutzen, um die Spenderinnen darauf aufmerksam zu machen. Also wirklich möglichst es schaffen, sie ganz zielgerichtet, sehr persönlich auch anzusprechen. Das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass auch unterstützt wird. Ressourcen sollten Sie natürlich auch entsprechend haben, personell, zeitlich oder finanziell für dieses Crowdfunding-Projekt. Gut ist es auch, wenn man die direkte Wirkung des Crowdfunding-Projekts, was finanziert werden soll, auch deutlich machen kann. Wenn man jetzt auch gute Projekte hat, wo man direkt sehen kann, da wird eine Wirkung erzielt mit dem Vorhaben, wird dann ein gewisser Erfolg auch erreicht. Also da wäre mein Hinweis für Sie, nutzen Sie einfach auch da nochmal Möglichkeiten auf der Projektseite, die direkte Wirkung gut darzustellen, die konkrete Veränderung, was mit Hilfe der Spenden auch erreicht werden kann. Emotionen, auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, dass man versucht natürlich auch möglichst Emotionen zu schüren, damit die Menschen auch dafür spenden. Ganz am Schluss nochmal eine schnelle Ritt durch die Nachteile des Crowdfundings und die Vorteile. Die meisten Crowdfunding-Projekte scheitern aus meiner Sicht, weil die schlecht geplant sind tatsächlich und weil sie vielleicht auch mal Spenderzielgruppen in den Blick genommen haben, die eben nicht online-affin sind. Also schauen Sie da nochmal in Richtung der Spenderzielgruppen, ist das sinnvoll, das Crowdfunding zu machen? Nehmen Sie sich die entsprechende Zeit dann auch, um das gut zu planen. Und ja, vermeiden Sie es, dass gewisse Kosten dann auch aus dem Blick geraten. Manchmal ist es sinnvoll, einen Förderantrag zu stellen, auf einen Großspender zuzugehen, weil diese Crowdfunding-Projekte, wenn sie denn misslingen, fallen eben auch negativ auf die Organisation dann zurück. Hauptvorteile des Crowdfundings aus meiner Sicht zum Abschluss. Es sind eben Projekte vor allem finanzierbar, die auf anderem Wege nicht finanzierbar und somit nicht realisierbar wären. Man erzielt eine hohe Reichweite. Man kann auch die Bekanntheit der Organisation nochmal steigern, abseits der Spenden, die man einwirbt. Es lässt sich relativ schnell umsetzen über die entsprechenden Plattformen. Es ist keine eigene technische Infrastruktur notwendig. Und mitunter erhält man eben auch von Seiten der Plattformbetreiber eine entsprechende Unterstützung und kann eben auf deren Erfahrung, auf deren Expertise auch zurückgreifen. So, liebe Marina, damit sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und stehe dann jetzt für die nächsten Minuten gerne für Ihre Fragen nochmal zur Verfügung. Dankeschön. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Matthias Marx, für diesen tollen Input. Es kam schon einiges positives Feedback im Chat rein. Also vielen Dank. Und wir switchen direkt zu den Fragen, weil da kamen nämlich auch einige. Bekommt man denn das Geld auch, falls das gesetzte Ziel nicht erreicht wurde? Genau, also das ist dieser Punkt des Funding-Modells, den ich versucht habe deutlich zu machen. Das hängt von der Plattform ab. Also das übliche Prinzip ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, Sie müssen dann wirklich die 100% der Spendenzielsumme erreichen. Selbst wenn Sie 99% kommen und sich freuen, das 1%, was fehlt, führt dazu, dass die Spenden wieder zurückgezahlt werden an die vielen Spenderinnen und Spender. Bei dem Alles-Ziel-Prinzip wird jeder Euro auch an Sie ausgezahlt. Da gibt es dieses Spendenziel in der Form nicht. Und beim flexiblen Funding muss man dann eben schauen, gewisse Schwellen zu erreichen. Also es ist sehr, sehr gut, wenn Sie sich da vornherein informieren, welches Prinzip auf der Plattform dann gilt und gegebenenfalls auch nochmal mit dem Plattformbetreiber dann sprechen, welches Prinzip dort zur Anwendung kommt. Dankeschön. Endet dann das Projekt automatisch mit dem Projektziel, wenn ich das erreicht habe? Oder kann es sogar sein, dass ich mehr wie mein Projektziel, erhalte? Auch das ist wieder von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Bei uns ist es beispielsweise so, dass man über die 100% hinaus auch weiterhin Spenden sammeln kann, bis zum jeweiligen Laufzeitende. Das heißt, wenn man die Laufzeit hat, 12 Wochen, und nach einer Woche hat man direkt das Spendenziel erreicht, könnten trotzdem die restlichen 11 Wochen genutzt werden, um weiter Spenden zu sammeln. Aber das hängt von der Plattform ab. Es gibt auch Plattformen, wo direkt, wenn die 100% erreicht sind, das Projekt dann auch entsprechend endet, egal ob da noch 3, 4 Wochen Laufzeit gewesen wären oder nicht. Dankeschön. Ist es möglich, verschiedene Plattformen zu nutzen oder beißt sich das eher? Was ist da deine Empfehlung? Ja, also da rate ich immer dazu, muss ich sagen, dass man nur auf ein Pferd setzt,
weil man dann mitunter auch ein Stück weit vielleicht Spenderinnen und Spender irritiert, weil dann auf der, man kommuniziert dann mit unterschiedlichen Projektseiten oder weist auf unterschiedliche Projektseiten hin und man nimmt sich sozusagen also dann auch die Spenderinnen und Spender gegenseitig weg. Dann sind 30% der Spender auf der Plattform, 50% auf der, 20% auf der Plattform und man erreicht dann das Spendenziel am Ende des Tages nichts, obwohl insgesamt wäre man auf die Spendenzielsumme gekommen, auf die 100%, aber dadurch, dass das auf unterschiedlichen Plattformen verteilt ist, erreicht man das dann jeweils nicht. Also ich würde da wirklich nur auf ein Pferd setzen, wenn eine, die bestmögliche sozusagen für das Projekt dann auch aussuchen und da versuchen, alle dann auch hinzulenken. Danke für deine Einschätzung. Ist ein Crowdfunding-Projekt nur einmal möglich oder kann man den Aufruf für ein Projekt auch mehrmals starten? Ja, in der Regel darf man auf jeden Fall dann auch die Crowdfunding-Projekte mehrfach auf den Plattformen durchführen. Da gibt es ja jetzt auch keine Zeit oder keinen Zeitraum, wo man davon ausgehen kann, dass da erstmal eine gewisse Pause sein muss. Das kann man sicherlich dann auch fortsetzen. Ich würde die Frage auch gerne so in die Richtung beantworten, dass man sich natürlich auch überlegen kann, dass man so ein großes Projekt aufteilt in kleinere Projekte. Also wenn wir vielleicht das Ziel haben, das Gesamtprojekt kostet 50.000 Euro, dann lieber es auf kleinere Projekte erstmal aufteilen, vielleicht ein Projekt mit 10.000 Euro, wenn das erfolgreich war, dann das nächste mit 10.000 Euro, dann wieder das nächste mit 10.000 Euro. Natürlich hat das vielleicht auch den Nachteil, dass man dann immer wieder zum Spenden aufruft, aber man minimiert vielleicht das Risiko, dass das große Projekt scheitert. Also dann, das sind einfach über strategische Überlegungen, sage ich mal, die man dann anstellen muss, bevor man dann so ein Projekt beginnt. Dankeschön. Was schätzt du denn ein? Was ist der Zeitaufwand für eine Kampagne? Wahrscheinlich kann man das nicht pauschalisieren, aber was ist so deine Einschätzung im Groben? Genau, also man kann es nicht pauschal so sagen in der Form. Es hängt eben davon ab, wie groß das Netzwerk ist, wie viele Menschen man vielleicht auch ganz direkt schon erreicht, wie gut es gelingt, auch nochmal vielleicht über Emotionen, über das entsprechende Thema, nochmal andere Leute außerhalb der Organisation dazu zu bewegen, auch für dieses Projekt zu spenden. Es sollten aus meiner Sicht auf jeden Fall personelle Ressourcen da sein. Ich hatte es ja angesprochen bei den Nachteilen, gerade dass man es schnell einstellen kann auf gewissen Plattformen. Das verleitet dazu, dass man schlecht plant. Also man sollte sich da gewisse Zeit dann auch nehmen, nochmal gut die Spendenzielsumme abzuschätzen. Also wie viel erreichen wir? Was schätzen wir, was jeder einzelne Spender im Durchschnitt spendet? Wie viel Zeit haben wir zur Verfügung? Wie viele Kommunikationsmaßnahmen können wir in dem Zeitraum auch machen? Also ich kann es so pauschal nicht beantworten, würde es aber sagen, also wenn das Projekt jetzt 12 Wochen geht, sollte man sich auf jeden Fall einen Vorlauf von 3, 4 Wochen mindestens geben, um das entsprechend vorzubereiten und dann auch sicherzustellen, dass man während der Projektdurchführung auch mal Ressourcen hat, um auf gewisse Dinge reagieren zu können. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gelten die Einnahmen aus den Crowdfunding-Projekten als Spendeneinnahmen, für die auch eine Zuwendungsbescheinigung ausgestellt werden kann? Ja, also wenn es um das spendenbasierte Crowdfunding geht und man bietet eben diese ideellen Gegenleistungen, also die keinen materiellen Wert haben, an, dann ist es aus meiner Sicht zwingend als Zuwendungsbestätigung, als Spendenbescheinigung möglich, dass die Spenderinnen und Spender das am Ende des Projekts auch bekommen. Wie gesagt, wenn materielle Gegenleistungen angeboten werden oder zusätzlich, und man hat so eine Mischform aus Spenden, die man einwirbt, als auch aus Unterstützungsbeiträgen, da muss man dann eben in die Unterstützungsliste schauen, wer dann eine Spende getätigt hat und eine Spendenbescheinigung bekommen kann und wer vielleicht den Betrag gegeben hat, um eine entsprechende materielle Gegenleistung zu bekommen. Der sollte dann vielleicht eher eine Rechnung bekommen an der Stelle und dann das entsprechende Gut erhalten. Also da muss man aber nochmal drauf gucken, welche Form die Unterstützung hat. Aber wenn es diese reine Spende ist und man bietet wirklich nur an, dass man spenden kann, dann spricht nichts dagegen, dass man auch eine Zuwendungsbestätigung dann am Ende des Projekts ausstellen kann. Okay, und letzte Frage, werden diese Zuwendungsbescheinigungen auch automatisch über die Plattform ausgestellt oder muss man sich da individuell dann darum kümmern? Auch wieder ein sehr guter Punkt. Also ich merke, die Menschen, die heute teilnehmen, stellen wirklich gute Fragen, sind am Ball. Es ist auch wieder von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Bei den Viele schaffen mehr Plattformen, zum Beispiel der Volksbank Raiffeisenbanken, ist es so, dass die Projektstarter am Ende des Projekts eine Spenderübersicht bekommen und dann selbst in der Verantwortung sind, die Spender dann entsprechend zu versorgen mit den Spendenbescheinigungen. Es gibt aber auch Plattformen, beispielsweise Better Place, obwohl ich das jetzt nicht als Crowdfunding-Plattform bezeichnen würde, sondern eher als Spendenplattform.
da wird es den Organisationen abgenommen. Und das ist natürlich aber auch mitunter gut, gerade wenn es sehr große Projekte sind und man hat nicht die Ressourcen zur Verfügung unbedingt, dann ist es natürlich eine gute Unterstützung, wenn das dann vielleicht über den Plattformbetreiber dann umgesetzt wird. Herzlichen Dank, Matthias Marx, für die Beantwortung der Fragen. Liebe Teilnehmerinnen, falls Ihre Frage jetzt nicht mit dabei war, es sind wirklich wahnsinnig viele Fragen reingekommen. Das hätte definitiv den Rahmen dieses Webinars gesprengt. Aber schön, dass Sie sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Sie bekommen im Nachgang ja auch die Präsentation und können sich dann nochmal intensiv mit dem Thema weiterhin auseinandersetzen. Am 12. Dezember geht es weiter mit unserem Webinarprogramm, dann mit dem Thema Umsatzsteuer bei gemeinnützigen Organisationen, kleine Eigenwerbung. Dafür können Sie sich gerne noch auf unserer Webseite anmelden. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, sehr herzlich bei Herrn Marx für den tollen Input, aber auch bei Ihnen, liebe Teilnehmenden, für die heute sehr, sehr tolle Teilnahme, für die Umfrage, an der Sie teilgenommen haben, für die vielen Fragen. Wirklich toll, dass Sie sich hier so auch intensiv mit uns austauschen. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich, Sie bald bei einem unserer nächsten Webinare begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut. Ja, eine schöne Weihnachtszeit, viel Erfolg bei Ihren Crowdfunding-Projekten und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und an dich nochmal, Marina, vielen Dank für die tolle Moderation. Dankeschön. Gerne.